B1.6. Unter den Drachenvierecken A, N, B, N, C, N, D N gibt es zwei Drachenvierecke A3, B3, C3, D3 und A4, B4, C4, D4, die bei C3 bzw. C4 rechtwinklig sind. Begründen Sie, warum B3, D3 gleich B4, D4 gleich 8 Längeneinheiten gilt und berechnen Sie sodann die x-Koordinaten von B3 und B4. So, hierfür brauchen wir gar nicht oben die Skizze, sondern die Zeichnung, sondern man kann es auch als Skizze lösen. Mal exemplarisch, wir haben hier das Drachenviereck, wir haben die Punkte A, B, C, D. Ja, wir kennen die Strecke A nach M, die ist 2 Längeneinheiten lang und von M nach C sind es immer 4 Längeneinheiten. So, die Aufgabe besagt jetzt, dass hier hinten bei C ein rechter Winkel entstehen soll. Was gilt dann hier für meinen Drache? Da wir als bei AC eine Symmetrieachse haben, bedeutet das, dass dieser 90-Grad-Winkel geteilt wird, nämlich in 2 mal 45 Grad. Wir haben also hier einen 45-Grad-Winkel und wir haben hier einen 45-Grad-Winkel. Bei M haben wir zwei 90-Grad-Winkel, weil die Diagonalen immer senkrecht aufeinander stehen. Das bedeutet, dass der Winkel hier bei D ebenfalls 45 Grad sein muss. Das kann man über die Innenwinkelsumme zum Beispiel sehr leicht und schnell herausfinden. Wenn ich zwei 45-Grad-Winkel drin habe, habe ich ein gleichschenkliges Dreieck und damit sind auch die beiden Schenkel jeweils gleich lang. Also muss MD 4 Längeneinheiten lang sein und MB muss 4 Längeneinheiten lang sein und damit ist BD 8 Längeneinheiten lang. So, das Schwierige daran ist, das jetzt aufzuschreiben. Heißt, begründe das, was ich jetzt erklärt habe, muss jetzt im Prinzip noch kurz niedergelegt werden. Also AC ist Symmetrieachse. Daraus folgt DCM, Winkel DCM ist gleich 90 Grad geteilt durch 2 ist gleich 45 Grad. Daraus folgt Winkel MDC, jetzt meint mein Stift wieder versagen zu müssen, na komm, auf. Jetzt ist er da. Also Winkel MDC ist gleich Innenwinkelsumme 180 Grad minus die 45 Grad vom DCM minus die 90 Grad aus der Mitte raus sind 45 Grad. Daraus folgt Dreieck MCD ist gleichschenklich. Und daraus folgt, dass MD gleich lang ist wie MC, da CD die Basis ist. Dann schreiben wir noch zu für Dreieck BCM gilt das Gleiche. Daraus folgt, jetzt habe ich überall das N vergessen, BNDN, ANCN haben wir mit dabei, DNCN, MN, hier noch überall die kleinen Ns, lässt sich zum Schreiben. So, plus ist gleich, so rum wollte ich schreiben, BNDN, na, ist gleich BNMN plus MNDN ist gleich 4 plus 4 ist gleich 8 Längeneinheiten. So, damit haben wir jetzt eigentlich alles Wesentliche aufgeschrieben. Wir haben oben der Winkel, wird durch die Symmetrieachse zu 45 Grad. Wir haben dann den dritten Winkel über die Innenwinkelsumme berechnet, dass der auch 45 Grad ist. Damit erkennen wir, das ist gleichschenklich und damit sind die Schenkel gleich lang. Für Dreieck BNCMN gilt das gleich im unteren Teil und hier gilt jetzt, wenn ich dann die beiden Strecken addiere, kommt ja eine Länge von 8 Längeneinheiten raus.
So, jetzt heißt es hier noch, berechnen Sie so dann die x-Koordinaten von b3 und b4. Das geht jetzt zumindest eine Spur einfacher, weil wir wissen, die Strecke soll 8 Längeneinheiten lang sein. Und aus der vorherigen Aufgabe, hier kennen wir aus dem Zwischenergebnis die Länge schon von b und dn in Abhängigkeit von x. Also nehmen wir dieses Ding und setzen es gleich 8 Längeneinheiten gegenüber. 8 ist gleich minus 0,5x². Dann haben wir plus 3,25x. Und hinten dran noch plus 3,5. So, das kann man zum Beispiel wieder mit Kalk Intersection lösen. Oder mit Hilfe der Mitternachtsformel. Die benutze ich jetzt hier. Formelsammlung nehmen. Mal, glaube recht weit vorne. Wo haben wir es? Da steht es. Zuerst eine Seite nach 0 auflösen, Diskriminante ansetzen und dann die Lösungsformel. Also, ich löse die linke Seite nach 0 auf. Ist vollkommen egal, welche Seite man nimmt. Plus 3,25x und jetzt 3,5 minus 8 sind minus 4,5. Dann gucke ich nach, was ist mein a, was ist mein b, was ist mein c. A steht immer vorm x², b steht immer vorm x, c ist immer die Zahl ohne x. Dann Diskriminante ist gleich b² minus 4 mal a mal c. So, das muss man wieder in Taschenrechner rechnen. Wo habe ich stehen, sind plus 1,56. Lösungsformel, also es gibt zwei Lösungen. Lösungsformel, zuerst den Weg mit plus, also x1, x2 ist gleich minus b plus Wurzel aus d geteilt durch 2a minus b, also minus 3,25 plus Wurzel aus 1,56 geteilt durch 2 mal a, 2 mal minus 0,5. So, das tippen wir jetzt wieder in den Taschenrechner ein und kam draus ein Wert von 2,00. Und das gleiche noch mit x2 ist gleich, wieder ein großer Bruchstrich, minus 3,25. Diesmal minus die Wurzel aus 1,56 geteilt durch 2 mal minus 0,5. Wieder in den Taschenrechner eintippen und dann kommt ein Wert von 4,50 raus. Ja, Aufgabe heißt, berechnen Sie zurück den Wert von x. Wo haben wir es? Berechnen Sie die x-Koordinaten von b3 und b4. Das sind genau die hier. Und deswegen können wir an der Stelle Schluss machen. Die Aufgabe ist gelöst.